Und zum Auftakt gab es für Huub Stevens und seine Mannschaft gleich den richtigen Prüfstein. Bayer Leverkusen hatte sich vor dem Start mutig positioniert. Wir sind ein Meisterschaftsfavorit. Und so suchten sie jede Chance, auch die, die eigentlich gar keine war. Jens Lehmann beginnt die Saison mit einem dicken Schnitzer. Ulf Kirsten mit dem allerersten Tor der Spielzeit. Es sollte gerade für ihn nicht das letzte bleiben. 50.000 und die Gastgeber zunächst geschockt, nach der Pause aber überlegen. Johan de Kock und sein Premierentor. Das Spiel jetzt auf der Kippe. Aggressivität der Schlüssel zum Erfolg. Olaf Thon und Ulf Kirsten. Die Schalker als Mannschaft bissiger und gedanklich schneller. Eickelkamps schneller Freistoß auf Marco van Hoogdalem. Und dessen erstes Bundesligator sichert den wichtigen Auftaktsieg. Weit zu 1, das reicht am ersten Freitag der Saison sogar für die Tabellenspitze.